Okay, also Anfahrt, Anfahrt, hopp, abziehen, nein. Hi, liebe Leute, ihr seid hier wieder bei Ride First, dem YouTube-Kanal und der Bikeschule. Es geht um das Thema Kopfsache, die Top-Psycho-Tricks, die man anwenden kann, also mental und auch ein bisschen Mindset beim Biken, sowohl Bikepark als auch auf Home-Trails oder auf schwierigen Trails, technischen Trails. Und ihr habt gesehen, der erste Punkt ist die Visualisierung. Das ist eine ganz typische mentale Technik, sowohl im Leistungssport, die man aber auch als Hobbyfahrer anwenden kann. Ist jetzt nicht immer irgendwie über eine Methode oder eine Technik. Es gibt zum Beispiel auch Visualisierung über die Linienwahl, dass man im Kopf die Linienwahl durchgeht, die man sich vorher gemerkt hat. Viele Profifahrer benutzen dafür zum Beispiel auch ihre GoPro-Aufnahmen und gehen immer im Kopf wiederholt ihre Linienwahl durch, auch am Vorabend von dem Rennen, was die fahren, oder an dem Tag vor dem Bikepark. Und was für uns auch noch sehr gut funktioniert, ist die Visualisierung von Bewegungsabläufen. Das kann man zum Beispiel machen, um sich noch besser vorzubereiten auf, sag ich mal, einen Stunt. Ich will jetzt mal sagen, vielleicht einen Sprung, den man sich schon länger vorgenommen hat, auf den man sich gut vorbereitet hat. Und dass man da, man sollte natürlich seinen Autopiloten, seinen Instinkt auch vertrauen. Das ist ganz wichtig, gerade bei gefährlicheren Stellen. Aber oft hilft auch nochmal eine Visualisierung. Und das ist so, als wenn du die Bewegung im Kopf nochmal durchgehst. Es gibt die Variante, dass man das so aus der eigenen Perspektive, wie bei der GoPro so, visualisiert. Oder auch so ein bisschen die Bewegung von außen nochmal visualisiert. Und da ist es auch gut, wenn man andere gute Fahrer sich genau anschaut, immer mal wieder guckt, wie springt der denn ab. Und dann hat man auch eine gute visuelle Vorstellung von der Bewegung. So, also. Oh, oh, das ist aber eng. Oh, und die Kurve. Oh, nee, nee, das geht mit meinem 29er nicht. Das ist zu lang für solche Balance, für so enge Winkel und so. Oh, oh Mist, so ein Fahrrad, ey, viel zu lang für sowas. Liebe Leute, also was ihr jetzt gerade gesehen habt als Beispiel für die Psycho-Tricks, war quasi ein Anti-Beispiel. Es geht um den sogenannten Placebo und den sogenannten Nocebo-Effekt. Wir fangen mal mit dem Nocebo-Effekt an und das, was haben wir so lange schon beobachtet, ich mache seit 15 Jahren Kurse und das ist quasi fast Alltag, dass Leute, das gibt es aus der Medizin, dieses Beispiel, wir übertragen es jetzt mal aufs Biken, dass sie sich einreden, aufgrund ihres Fahrrads, die großen Laufräder, der lange Reach, schwere Motor, keine Ahnung, irgendwas, was quasi in Magazinen und so weiter steht, ja, dann geht das schlechter mit den engen Kurven, dann geht das schlechter mit dem Bikepark oder so. Und wenn man wirklich daran glaubt, wenn man sagt, ah, ja, hier, das mit den engen, ja, das mit dem alten 26er, da hätte ich das locker gemacht, aber hiermit, da geht es nicht, dann wird das eine selbsterfüllende Prophezeiung, da könnt ihr sicher sein, und dann wird es auch nicht klappen. Und das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das hat man auch, wenn man jetzt Leuten, Probanden, eine Tablette gibt, die eigentlich nur aus Zucker besteht. Und man sagt denen, ja, die macht aber ganz doll Bauchweh. Dann kriegen die Leute ganz doll Bauchweh. Weil dieser Nocebo-Effekt so stark ist. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und das ist beim Biken ganz stark so. Deswegen, was können wir machen? Wir können den sogenannten Placebo-Effekt nutzen. Dass wir uns einfach dafür darüber freuen, dass wir ein geiles Fahrrad haben. Ein modernes Fahrrad, was vielseitig ist, was viel kann. Früher gab es wirklich entweder kurze, verspielte Räder oder totale lange Downhill-Kisten, die halt für enge Kurven nicht taugten. Heute sind die Räder auch so vielseitig und dann kann man sagen, hey, mein Rad ist super cool, kann sowohl schnell fahren als auch wendig fahren. Und wenn man sich darüber freut, dass man ein gutes Fahrrad hat, dann kann man auch das quasi diesen Effekt nutzen und sagen, ich kann das, mein Rad kann das und dann klappt es auch. Weil oft macht man sich viel zu viel Gedanken darüber, was das Rad kann und was nicht, ob die großen Laufräder dafür besser sind oder schlechter. Und durch diese ganzen Gedanken macht man sich das Ganze eigentlich nur kaputt und man sollte wirklich sich eher auf seine Skills konzentrieren und dabei bleiben. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr solche Situationen schon mal hattet, dass ihr euch so negative Gedankensätze über euer Material in den Kopf gebracht habt und dann deswegen auch nicht zurechtkam, würde mich mal total interessieren. Ah, okay, ja. Boah, jetzt habe ich schon gestern die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich den heute mache. Liebe Leute, beim Kopfsachen-Thema, ein ziemlich gutes Tool mental, was aus dem Leistungssport kommt, ist das taskorientierte Denken. Im Leistungssport ist es so, wenn jetzt jemand quasi einen Wettkampf macht und er könnte gewinnen. Und wenn man dann viele Gedanken danach hat, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Tennis den Matchball mache, dann könnte ich den Titel gewinnen, dann gewinne ich Gold, dann werde ich das und das und so weiter und so fort. Dann sind die Gedanken
sehr viel bei solchen Themen. Und dann hat man festgestellt, dass die Leistung in der Regel immer schlechter wird. Und das können wir übertragen zum Biken. Wir müssen uns konzentrieren auf die Aufgabe, die wir gerade machen müssen. Da konzentrieren wir uns Fokus drauf. Wenn ihr darüber nachdenkt, oh, was passiert, wenn ich sehe mich da schon fast stürzen. Oder ich habe gestern jemanden gesehen, der da gestürzt ist. Oh, wenn das mir passiert, dann kommt dann auch wieder der Sanitäter. Und dann am Montag muss ich doch zur Arbeit und so weiter und so fort. Es gibt endlos Gedanken, wo euer Kopf hingehen könnte. Und natürlich, man kann nicht alle Gedanken immer verhindern. Das wäre auch komisch. Wir sind halt Menschen, wir haben halt solche Gedanken. Aber man kann immer wieder versuchen, den Fokus zu lenken. Und da hilft es, wenn man taskorientiert auf die Aufgabe, die jetzt kommt, sich zu konzentrieren. Und weniger an die Gedanken, Szenarios, drumherum und so weiter und so fort. Ist vielleicht auch ein bisschen Tagesform. Wenn ihr mal das Gefühl habt, an einem Tag könnt ihr euch nicht fokussieren, nicht konzentrieren, dann auch mal sein lassen. Aber mein Tipp, wenn ihr eine Challenge habt, die ihr euch gesetzt habt, ihr habt euch rangearbeitet, ihr habt die Skills, dann denkt jetzt immer an die Aufgabe, die als nächstes kommt und weniger an das Drumherum, was passiert, wenn und so weiter und so fort. Liebe Leute, Klassiker, es gibt immer so eine Passage oder sowas, wo man sagt, okay, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe die Skills, ich habe sie auch automatisch abrufbar, trotzdem bleibt da noch so ein bisschen was Mentales. Und ich möchte für euch ganz kurz unsere Liste dafür durchgehen. Ich packe euch den Link unten rein zum ausführlichen Video dazu. Aber ich denke mal, hier bei der Mindset-Geschichte ist das sehr hilfreich, das noch mit zu nennen. Also, wir haben hier in dem Beispiel einfach einen sehr großen Table. Klar, man kann auch drüber rollen, aber das Thema, man will den springen. Das ist jetzt die Challenge. Und ja, es ist schon eine Risikosache, wenn man irgendwie zu weit oder zu kurz springt oder nose-heavy kommt. Also sehr frontlastig, ist nur erhöhte Sturzgefahr. Deswegen sollte man das Ganze natürlich schön Schritt für Schritt angehen und erstmal rollen und dann sich angucken, wie schnell die anderen Fahrer sind. Wenn an der Vorbereitungsskills alles stimmt, immer eure kleine Liste zum Abhacken. Die Frage ist immer, will ich das? Punkt 1, ihr müsst einen grünen Haken machen können. Ist das die Motivation von innen oder irgendwie von außen, Erwartungen von anderen und so weiter. Zweiter Punkt ist, kann ich das? Also habe ich sowas schon mal gemacht, in einer ähnlichen Form, vielleicht ein klein bisschen weniger Höhe oder so, aber kann ich das? Habe ich das schon gemacht? Muss ja auch Grünhaken machen. Man kann nicht irgendwelche Steps überspringen, einzelne Schritte und dann direkt ein viel größeres Hindernis angehen. Kann gefährlich werden. Dritter Schritt ist, kann ich es jetzt? Wie ist meine Tagesform? Wie fühle ich mich gerade im Moment? Also bin ich jetzt quasi in der Lage, das auch unter der Stresssituation zu meistern? Habe ich die Skills automatisiert genug? Also wie fühle ich mich gerade? Kann ich es jetzt? Wenn ihr da einen grünen Haken machen könnt in eurer Liste, geht ihr weiter. Und ein wichtiger Aspekt ist dann natürlich noch, ist der Stress, der mental aufkommt, handelbar? Oder merkt ihr, das ist so viel Druck, so viel Stress, dass ihr sagt, fünfmal angefahren, ich kann es nicht fühlen, ich kann es nicht visualisieren. Einfach die mentale Herausforderung ist für den Moment heute zu groß. Und wenn es nicht handelbar ist, kein grüner Haken dran, dann lasst es bitte sein. Und wenn ihr merkt, zwei, dreimal angefahren, jetzt fühlt ihr es, dann könnt ihr es machen. Für mich immer noch der letzte Punkt in der Liste ist, bin ich 100% entschlossen und vor allen Dingen sicher, dass es klappt. Für mich gibt es keinen Plan B, was wäre, wenn ich da zu weit links lande, das könnte ja dann irgendwie schief gehen. Nein, ich weiß ganz genau, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, dass mein Bewegungsablauf automatisiert ist und dass es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass es klappt. Weil wenn ich diesen Zweifel hätte, vielleicht lande ich es ja richtig, dann würde ich es gar nicht erst machen. Wir sind schon am letzten Punkt dieses etwas laberlastigen Videos angekommen, aber es sind halt ja, Mentalaspekte, die man schwer visualisieren kann. Ganz wichtig ist, vielleicht habt ihr schon mal den sogenannten Gladiator-Effekt gehört. Das heißt, das kennt man von Radfahrern in der Stadt, wenn sie einen Helm tragen, dass sie teilweise einfach risikoreicher fahren. Natürlich solltet ihr einen Helm tragen, auch in der Stadt, aber euch immer bewusst machen, dass man deswegen nicht mehr Risiken eingeht. So, und das ist ein automatischer Effekt. Letztens kam auch eine Meldung online aus einer Studie, die mit Mountainbikern gemacht wurde. Und da wurde es auch belegt, dass es wirklich stimmt. Je mehr Protektoren, desto mehr Risiko gehen die Leute ein. Deswegen, bitte Leute, zieht euch natürlich Protektoren an. Ich bin jetzt hier so als Fahrtechniktrainer, wenn ich mit Beginnern unterwegs bin, oft ein bisschen wenig Protektoren, weil ich ein bisschen Flowtrail fahre und so weiter und so fort. Aber wenn ihr einen Bikepacktag macht, wenn ich einen Bikepacktag machen würde, würde ich mir auch die Protektoren anziehen. Aber seid euch trotzdem bewusst, ihr könnt jetzt wegen den Protektoren unbewusst keine höheren Risiken eingehen, weil die Protektoren haben einen gewissen Schutz vor Prellungen,
vor manchen Verletzungen, aber die ganz typischen Radfahrverletzungen, die eigentlich am häufigsten vorkommen, da gibt es keine Protektoren gegen. Das ist Schlüsselbein-Schulterverletzung, Wirbelsäulenverletzung. Es gibt viele Fälle, da kommen die Kräfte, die auf den Knochen oder auf den Körper wirken, so rein, da kann man sich leider nicht gegen schützen mit Protektoren. Deswegen wäre es fatal, auch wenn es unbewusst passiert, wenn man sich durch Protektoren mehr Risiken eingeht. Bleibt bitte rational, bereitet euch darauf vor, auf das, was ihr machen wollt, habt die Skills. Und genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Ich denke mal, man könnte das Ganze auch umdrehen und sagt, wenn ihr euch ohne Protektoren nackt fühlt und unsicher, dann zieht euch bitte Protektoren an, dass ihr euch wohlfühlt, mit dem Wissen, dass ihr trotzdem natürlich kalkuliert sein müsst und keine unnötigen Risiken eingeht, weil viele Verletzungen leider nicht durch Protektoren geschützt werden. Kontroverses Thema, ich bin mal auf die Diskussion gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Marc, oder ist er? Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It's day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.